Wird diese Frau diskriminiert aufgrund ihres Hijabs oder wegen ihres Geschlechts? Wird diese Frau diskriminiert aufgrund ihrer Hautfarbe oder weil sie im Rollstuhl sitzt? Wird diese Frau diskriminiert aufgrund ihres Alters oder wegen ihrer sexuellen Orientierung? Alle Formen der Ungleichheit verstärken sich gegenseitig und bilden ein komplexes Netz. Intersectionalität heißt, die Unterschiede zu sehen, wertzuschätzen und die Hierarchien aufzubrechen, die diese Differenzen klassifizieren. Diskriminierung innerhalb von Diskriminierung zu bekämpfen, Ungleichheiten innerhalb von Ungleichheiten sichtbar zu machen und anzupacken und Minderheiten innerhalb von Minderheiten zu empowern und auch sichtbar zu machen. Die Menschen, die am meisten marginalisiert sind in unserer Gesellschaft, in den Fokus zu nehmen. Und deswegen ist es halt mehr als nur eine Theorie, sondern wirklich eine Bewegung. Das geht um, es ist wirklich ein politisches Projekt. Ein praktisches Beispiel kann ich der Feminismus als Bewegung nehmen. Und in dieser Bewegung sind die Stimmen, die Perspektive, die Interessen von Frauen, die am meisten politische, kulturelle und wirtschaftliche Macht haben, nämlich weiße, heterosexuelle, Mittelschichtsfrauen. Und mit Intersektionalität geht es darum, andere Frauen innerhalb der Kategorie Frau sichtbarer zu machen und dass sie genauso gehört werden und die Macht haben, auch die Bewegung zu repräsentieren und zu vertreten. Wenn eine solche Frau wie die Mehrheitsfrau, die weiß, heterosexuell und Mittelschicht ist, die feministische Bewegung darstellen kann, dann sollte es genauso der Fall sein für eine schwarze Frau, die trans ist und auch im Rollstuhl. Intersektionalität ist so ein Begriff, oh, ganz interessant, sehr schön, wir können das nutzen, ohne sich wirklich tief und kritisch mit Macht, Privilegien und Unterdrückung auseinanderzusetzen. Und ich dachte, mit dem Center will ich dagegen wirken. Unsere Arbeit ist an drei Säulen gegliedert. Advocacy, Research und Trainings. Im Advocacy-Bereich machen wir klassische Advocacy, aber auch Paradigmenwechselarbeit, nenne ich das gerne. Das heißt, es geht sehr viel auch um Diskursänderung durch Public Speaking, durch Panels, durch Teilnahme an Konferenzen und Pressearbeit. Dann in der Säule Policy-Oriented Research, das heißt Forschung, die sich wirklich, also die darauf abgezielt ist, politische Veränderungen sozusagen zu unterstützen. Und dann in der Säule Training machen wir Trainings, Workshops für Institutionen von allen unterschiedlichen Bereichen, Privatsektorunternehmen, aber auch Stiftungen, NGOs, Universitäten und auch Regierungsagenturen. Ich bin Emilia Roig und ich bin Ashoka Fellow und ich bin Teil des Ashoka-Netzwerkes.